Hallo, liebe Zuschauer, jetzt hier am Freitag, 17:40 Uhr, 18.09. hier zum späten Nachmittag. Der Freitag klingt so langsam aus, die US-Amerikaner handeln dennoch ein Stückchen weiter und wir wollen uns jetzt zum Wochenabschluss den S&P 500 anschauen, den wir in dieser Woche schon mal auch, wie wir diesem Chartbild hier analysiert hatten, nämlich hier in Form dieser bärischen Flagge, die sich ja sehr, sehr schön auf Tagesbasis darstellt und die auch noch weiterhin Relevanz genießt. Wenn wir nämlich anschauen, hier diesen Bewegungsimpuls, hier den gestrigen Fed-Event-Punktlandung an dieser oberen Trendlinie hier, um dann praktisch zurückzulaufen. Heute weitere Schwäche, Punktlandung an der unteren Trendlinie und jetzt sehen wir hier so ein Stück weit ja, Tauziehen. Möglicherweise, wenn es jetzt hier in der letzten Handelsstunde nicht einen großen Sell-off gibt, dürfte der S&P 500 so ins Wochenende gehen, also innerhalb dieser Bear Flag, die hier, und da ändert sich nichts an der Lage, weiterhin Relevanz besitzt für eine Korrekturausdehnung. Speziell, wenn wir jetzt hier das heutige Tief zum Beispiel nochmal unterschreiten sollten, Schrägstrich insbesondere hier die Kerze vom 15.09. hier unterhalb von 1946, dann wäre hier ganz klar diese Trendlinie gebrochen, die Bear Flag negativ aufgelöst und dann müsste man grundsätzlich von einer Korrekturbewegung nochmals in Richtung 1850, 1870 Punkten ausgehen. Im großen Bild liegt hier bereits eine Unterstützung. Schauen wir uns mal auf Wochenbasis kurz an. Dieses Niveau wurde auch schon angelaufen, eben mit der letzten Schwäche hier Ende August. Sehen Sie hier sehr schön diese Zone. Jetzt ist es aber so, dass wir genau diesen Rücklauf hier vollzogen haben, die wir hier praktisch mit diesem grauen Pfeil, mit dem orangen Pfeil schon visualisiert haben. Und jetzt sind wir hier technisch, markttechnisch in einer negativen Struktur hoch. Tief, tieferes Hoch. Und wenn jetzt hier tatsächlich ein Rückgang unter dem Tief hier von 1865 erfolgt, hier Supportzone 1870 rund, dann wäre ja der Korrekturzug weiter geöffnet. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich hier zwar vor einem schwachen Oktober stehen, also schwach insofern, dass der September noch schwach werden dürfte, rein statistisch, und der Oktober auch. Dann jedoch beginnt saisonal eine bullische Zeit ab Mitte Oktober. Das werden Sie wissen. Interessant hierbei, wie die Indizes reagieren. Kommt es nämlich hier bereits zu einer Stabilisierung oder zu einem Doppelboden hier bei 1870, wäre hier spätestens im Oktober ein Rebound nach oben möglich. Also man will nicht bestreiten, dass hier ja, ein Stück weit was nach unten noch kommt, das aber dann auch schon das Ende sein kann, bevor es neue Attacken in Richtung Hochs gibt. Oder aber nach der mehrjährigen Hoss erfahren wir jetzt dann doch eine längere Rückwärtsphase und die wäre eben insbesondere unterhalb von 1870 Punkten anzunehmen. Gut, Intraday gehen wir nochmal in den Stundenchart. Hier auch die Flagge zu sehen, die bärische. Jüngst mit dem Rücklauf, mit den schwachen Eröffnungskursen im überkauften, verkauften Bereich gelandet. Vielmehr sehen wir aktuell eine Erholung. Man kann jetzt, wie gesagt, unverändert davon ausgehen, dass bei 1990 knapp unterhalb von 2000 eben der Widerstand hier liegt. Das ist sehr schön hier auf Stundenbasis zu sehen. Unterhalb dessen bleibt der Index anfällig. Insbesondere bei einem neuen Tagestief bzw. Indikationstief hier unterhalb von 1954 wäre hier mit Bruch der kurzfristigen Trendlinie, die hier im Stundenchart ein Stück weit genauer anzulegen ist, eine weitere Schwäche zu erwarten. Ob sollte dazu kommen? Fragezeichen. Aber die kommende Woche könnte hier durchaus nochmals im Zeichen fallender Preise, fallender Kurse stehen. Insofern mal aufgepasst, die bärische Flagge bleibt existent, der Markt dahingehend weiter anfällig für Rücksetzer, die sich hier relativ schnell nach unten dann auflösen könnten. Sie erinnern sich, was hier im August passiert ist. Wenn denn mal Fahrt aufkommt, dann kann das richtig schnell gehen. Gerade Korrekturbewegungen verlaufen eben in ihrer Geschwindigkeit schneller, gerade weil eben dann auch viele Stop-Marken in der Regel gerissen werden, was dann wiederum zu Folgeverkäufen führt und, und. Letztlich, der Index bleibt kritisch, insbesondere per Daily Close unterhalb von 2000. Sollte es hier eine weitere Erholung geben, dann sehen Sie das, was in der letzten Woche im schriftlichen Check galt. Hier ganz markanter Widerstand im Bereich 2045. Unterhalb dessen bleibt der Index ganz klar anfällig. Bleibt das auch alles hier eine relativ korrektive Geschichte, wenn er denn überhaupt bis dahin kommt. Denn wir sehen hier mit dem gestrigen Fed-Event und dieser, ja, Art Shooting Star-Kerze, dass hier das einsichtige Retracement-Level nicht per Close überwunden werden konnte. Und wie eben auch schon gesagt, unterhalb von 1990 hier
Hier auf Intraday-Basis sehen Sie auf Tagesbasis nicht so schön. Deswegen ist der Switch in den Timeframes immer wieder mal angebracht. Haben wir hier den kurzfristigen Widerstand. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute vor dem Wochenende nochmal hier rüber geht. Wir haben hier Hürden auf der Oberseite. Die Flagge erlaubt zwar noch ein Stück weit Spielraum, aber die Risiken, und das ist das, was wir in der Headline signalisieren, bleiben gegeben. Der Markt also folglich weiter anfällig für Schwäche, auch im Sinne der Saisonalität. Und sofern könnte die kommende Woche durchaus noch spannend werden im Sinne möglicher neuer Shorts. Dann warten wir mal ab, wie es denn weitergeht, welche Support-Levels halten. Und dann kann man sich sicherlich vielleicht auch wieder auf den Long-Pfad begeben. Unterhalb von 2045, wie gesagt, bleiben die Bären unangefochten im Vorteil. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Danke fürs Einschalten und natürlich am Montag wieder neue Sendungen. Wollen doch mal sehen, was der DAX nach seinem Ausverkauf dann noch zu bieten hat. Heute hier deutlich ja unter 9.990 Punkten, 10.000 Punkten geschlossen. Das ist wirklich ein herber Rückschlag gewesen heute, deutlich over range. Wenn es am Montag kein Abgap gibt, dann könnte es hier durchaus noch weiter gen Süden gehen. Es wird wohl viel von den Amerikanern abhängen, wie sie denn heute auch ins Wochenende kommen. Bleibt spannend. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.